dem fehlgeschlagenen Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten Cesar Gaviria tötete Pablo Escobar 107 unschuldige Menschen. Carrillo führte Dutzende Razzien durch. Aber dank seiner Informanten konnte Escobar jedes Mal entwischen. Pablo reagierte mit verschärftem Narkoterror und ließ eine Bombenserie folgen, die das Land in seinen Grundfesten erschütterte. El gobierno colombiano ha acordado una tregua, okay? El gobierno no me ha ofrecido nada que yo considere aceptable. Sie brauchten eine neue Strategie, um den Terror direkt zu den wichtigsten Leuten zu bringen. Bringt man jemanden um, hat man sein Druckmittel verspielt. Nimmt man den Menschen ihre Kinder weg, ist es erstaunlich, was sie alles tun, um sie zurückzukriegen. Miembros de familias de los ciudadanos más influyentes del país han sido secuestrados de las calles de la ciudad a la que llaman hogar. Lo que Escobar nos está pidiendo es que nos rindamos, pero eso nunca va a suceder. Si libera a los rehenes, si se entrega, lo tomaremos en cuenta. Gaviria no se va a doblegar. Entonces me toca partirlo. Ese de ahí. El cuerpo de la secuestrada Ofelia Hernández fue encontrado junto a Palacio Presidencial.